Lektion 65 aus Ein Kurs in Wundern. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Das nehmen wir vielleicht ja zur Kenntnis und würden es auch gerne glauben. Uns ist es ja auch schon gesagt geworden, zum Beispiel in der Lektion 61, ich bin das Licht der Welt, was ja ein Synonym ist für die Funktion der Erlösung. Und in der Lektion 61 hieß es, das ist der erste einer Anzahl von gewaltigen Schritten, die wir in den nächsten Wochen unternehmen werden. Und das ist sehr ernst gemeint, wie wir schon vielleicht ja auch vorgestern und gestern gemerkt haben. Und heute, ja, wird es nochmal sehr deutlich gemacht. Und wir sind aufgefordert, uns dem anzuschließen, uns darauf einzulassen und uns darauf auszurichten. Denn sonst wird das nichts werden mit der Erlösung, wie wir gleich hören werden. Der heutige Leitgedanke bekräftigt erneut, dass du dich der Erlösung verpflichtet hast. Er erinnert dich auch daran, dass du keine andere Funktion hast als diese. Für eine totale Verpflichtung sind offensichtlich beide Gedanken nötig. Die Erlösung kann nicht dein einziges Ziel sein, solange dir noch andere lieb sind. Die Erlösung als deine einzige Funktion voll und ganz anzunehmen, bringt notwendig zwei Phasen mit sich. Das Erkennen der Erlösung als deiner Funktion und das Aufgeben aller anderen Ziele, die du für dich erfunden hast. Das ist die einzige Weise, wie du deinen rechtmäßigen Platz unter den Erlösern der Welt einnehmen kannst. Das ist die einzige Weise, wie du sagen und auch meinen kannst, meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Das ist die einzige Weise, wie du Geistesfrieden finden kannst. So, jetzt schauen wir mal, was heißt das für uns? Wobei, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof gesagt, das ist ja irgendwie klar, was es heißt. Aber ich meine, ja, wie kommen wir dahin? Wie entwickeln wir ein Verständnis, einen Weg für uns? Denn ich vermute mal, wir alle haben noch andere Ziele außer dem Ziel der Erlösung. Vielleicht hast du Kinder und du möchtest, dass es ihnen gut geht, dass sie eine gute Ausbildung haben und dein Ziel ist es, ja, sie entsprechend zu fördern und du machst dir da Gedanken, vielleicht sogar manchmal Sorgen. Vielleicht hast du auch schon Eltern in einem fortgeschrittenen Alter, die deiner Unterstützung bedürfen und ja, du kümmerst dich eben darum und dein Ziel ist es, dass hier alles klappt und läuft. Oder ja, du stehst mitten im Leben und siehst einen Karrierepfad vor dir oder betreibst ein Unternehmen und möchtest, dass natürlich dieses Unternehmen auch läuft, prosperiert, hast entsprechende Ziele, Maßnahmen und dergleichen. Das ist ja ganz normal in dieser Welt. Und der Kurs sagt uns, und das können wir sogar verstehen, wenn wir
verschiedene Ziele haben, mehrere Ziele haben, dann werden wir keinen Geistesfrieden finden. Das ist ja auch ein Gedanke, der in dieser Welt präsent ist. Man fokussiert sich auf eine Sache, um da gut nach vorne zu kommen. In dem Moment, wo man Verschiedenes bedienen muss, verlieren wir an Kraft. Der Kurs ist natürlich jetzt sehr eindeutig und sagt, deine einzige Funktion ist die, die Gott dir gab. Ja, in gewisser Weise können wir das auch akzeptieren, nur spüren wir das vielleicht nicht so. Wir haben dafür gar keinen Maßstab, keine Regulierung irgendwie. Und deshalb sehen wir eine ganze Palette von Zielen vor uns und Erlösung ist eines davon. Ein wichtiges, natürlich, klar, wer würde etwas anderes sagen? Doch wie kommen wir in die Erfahrung, dass es tatsächlich unsere einzige Funktion ist, die wir haben? Und wie bringen wir den Mut auf, die anderen Ziele loszulassen? Denn das bedeutet es ja, und das verursacht vielleicht schon ein Gefühl, ja, der Beklemmung, der Sorge. Was wird denn dann? Was passiert denn dann? Und genau darum geht es in dieser Übung. Es geht nicht darum, ein fertiges Ziel, eine einzige Funktion zu postulieren und dann zu sagen, so, und jetzt richte dich danach. Das wird nicht funktionieren. Es geht darum, dass wir genau schauen, was ist denn noch so in uns an Gedanken, an Sorgen, an Überlegungen, auch an Wünschen, ist ja klar. Und im Licht der Wahrheit diese Gedanken dann anzuschauen und zu erkennen, sie sind gar nicht so wichtig. Und es wird sich automatisch fügen. Die Liebe wird von uns nie verlangen, dass wir ein Opfer bringen. Die Liebe wird uns immer tragen. Und das heißt also nicht, wenn wir uns auf die Funktion ausrichten, die uns von Gott gegeben ist, die Welt und uns zu erlösen, dass alles andere irgendwie hinten runterfällt. Das wird nicht sein. Doch werden wir diese Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Und das ist es ja, worum es letztlich geht in der Geistesschulung. Die Wahrheit zu erkennen und damit die Irrelevanz von allem anderen, ohne dass wir deswegen ein Opfer bringen müssen und irgendetwas vernachlässigen. Denn der Kern von allem ist ja, dass wir es liebevoll tun, liebevolle Gedanken haben und diesen Gedanken folgen. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast noch kleine Kinder und ja, du hättest gerne, dass sie ihre Sachen so und so machen, für die Schule lernen, Hausaufgaben machen und das klappt vielleicht nicht immer so gut. Und dann wirst du ärgerlich, denn es ist ja Angst in dir, wenn du einmal in dich hineinschaust. Wenn du dich der Wahrheit öffnest, die Stimme für Gott in dir hörst und somit automatisch liebevolle Gedanken hast oder dich
fragst, was würde die Liebe tun, würdest du mit deinen Kindern dann anders sprechen? Würdest ihnen andere Möglichkeiten einräumen, wie sie den Tag gestalten? Würdest in Ruhe auf sie einwirken, ohne dass es ein Einreden ist? Und es wird sich eine Lösung finden, eine andere Lösung. Und du würdest deine Angst dem Heiligen Geist übergeben. Und in dir würde das Gefühl der Sicherheit entstehen, dass alles gut ist und gut wird und dir und deinen Kindern nichts passieren kann. Denn du würdest akzeptieren, dass jeder Mensch seinen Weg hat in dieser Erlösung und wir daran sowieso nichts ändern können. Oder wenn du, Eltern hast, die deine Unterstützung bedürfen, du gefordert bist, öfters vorbeizuschauen, etwas zu tun und dann vielleicht schon manchmal Ungeduld in dir da ist, weil dich noch viele andere Sachen drücken, die erledigt werden müssen, dann wäre auch die Frage, was würde die Liebe tun? Und dann würdest du dir vielleicht mehr Ruhe schenken während der Zeit mit deinen Eltern. Vielleicht würden dir andere Lösungen einfallen oder sich plötzlich anbieten, weil du dich öffnest, deinen Geist öffnest und du keine Schuld mehr siehst, weder in dir noch in deinen Eltern, noch vielleicht in deinen Geschwistern, von denen du glaubst, sie könnten sich ja auch ein bisschen mehr kümmern. Wie auch immer. Und das ist der Weg. Es passiert also nicht, dass wir, dadurch, dass wir uns auf eine einzige Funktion konzentrieren, plötzlich alles andere nicht mehr geschieht. Im Gegenteil, es geschieht dann auf eine liebevolle und gewissermaßen auch leichte Weise. Doch bevor wir eben uns nur dieser einen Funktion widmen, ist es wichtig zu erkennen, dass die Erlösung deine Funktion ist. So wie es hier in der Lektion steht. Es sind zwei Phasen, das Erkennen der Erlösung als deiner Funktion und das Aufgeben aller anderen Ziele, die du für dich erfunden hast. Und in der Lektion würde das Thema, wäre jetzt nicht dran, wenn wir dazu nicht in der Lage wären. Wir sind vorbereitet. Du bist vorbereitet. Alles, was du bisher gemacht hast, läuft sozusagen auf diesen Punkt zu, denn es gibt dir einen Grund, warum du den Kurs machst, warum du dir das hier anhörst. Es gibt also eine Unzufriedenheit in dir, eine Sehnsucht, eine Suche, weil du auf mehr oder weniger bestimmte Art weißt, dass es etwas anderes gibt als das, was so uns täglich begegnet. Es gibt einen anderen Weg, es gibt eine andere Dimension. Wenn diese Welt in ihrer physischen Ausprägung alles wäre, was es gibt, dann wäre das wahrhaft traurig für uns. Dessen
sind wir uns wahrscheinlich einig. Wir suchen also etwas, das darüber hinausgeht. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Bisher haben wir vielleicht gehofft, dass sozusagen etwas von außen auf uns zukommt und uns befreit. Wir eben da sitzen und plötzlich, kommt die Erkenntnis oder ein Ereignis oder was auch immer und wir realisieren, es ist ja ganz anders und sind emporgehoben, transzendieren unsere bisherigen Erfahrungen und erleben alles ganz anders und neu. Das wird so nicht passieren. In gewisser Weise passiert es natürlich, denn wir sind unterstützt und uns wird geholfen. Doch gibt es einen entscheidenden Punkt. Es war ja unser Wille, der diese Welt erschaffen hat. Es war unsere Entscheidung, einmal die Idee der Trennung zu erleben. Und über diesen Willen kann sich die Schöpfung nicht hinwegsetzen, denn dein Wille ist frei. Das heißt, es ist jetzt schon irgendwie wie bei einem kleinen Kind, dem man gut zuredet, weil man als Eltern schon sieht, dass dieses kleine Kind jetzt irgendetwas machen will oder einen Wunsch hat, der ihm nicht gut tut, der ihm letztlich schadet und man, ja, wie heißt es so schön, redet mit Engelszungen auf das Kind ein, dass es doch dieses und jenes machen soll. Und das Kind ist halt noch ein bisschen bockig und will nicht, aber es kommt Bewegung in die Sache. Und letztlich, auch wenn das Bild vielleicht ein bisschen schräg ist, ist das jetzt auch so mit dem Kurs. Der Kurs bringt uns nahe, dass wir uns die ganze Sache doch noch einmal genau anschauen sollen und uns das überlegen, denn dein Wille zählt. Es geht also darum, die Bereitschaft aufzubringen, es alles noch einmal grundsätzlich neu zu betrachten. Dann kann uns geholfen werden. Vorher nicht. Und genau dieses Betrachten und Reflektieren werden wir jetzt am besten in der Übung machen, denn dafür ist sie da. Und wir brauchen dafür wieder 10 bis 15 Minuten. Und wir sind auch gebeten, jetzt immer zu einer ähnlichen Übungszeit diese längere Übung durchzuführen, um unseren Geist zu trainieren. Doch lies dir unbedingt die Anleitung für die Übungen durch. Hier werden noch viele Informationen mitgegeben. Lass uns jetzt einfach in diese Übung einsteigen. Uns selbst reflektieren, Erkenntnis gewinnen und frohgemut den Weg gehen, der uns gegeben ist. Komme also ganz an, jetzt, hier in diesem Moment und schenke dir diese Zeit für dich. Es sind ja nur 10 bis 15 Minuten. Schließe deine Augen und wiederhole den Leitgedanken für dich. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Sage dir das in aller Ruhe. Und beobachte jetzt die Gefühle und Gedanken, die in dir auftauchen. Strenge dich dabei nicht an,
beobachte einfach nur ganz genau. Nimm jeden Widerstand in dir wahr, jeder Gedanke, der das nicht will, der nicht diese Bereitwilligkeit enthält, das zu akzeptieren. Betrachte den Gedanken und sage, dieser Gedanke ist Ausdruck eines Zieles, das mich davon abhält, meine einzige Funktion anzunehmen. Und wiederhole das, beobachte dich weiter, beurteile es nicht. Und übergib wieder jeden störenden Gedanken, indem du sagst, dieser Gedanke ist Ausdruck eines Zieles, das mich davon abhält, meine einzige Funktion anzunehmen. Mach das mit jedem Gedanken, der dich stört. Dieser Gedanke ist Ausdruck eines Zieles, das mich davon abhält, meine einzige Funktion anzunehmen. Und fahre fort. Und störende Gedanken werden jetzt sicherlich weniger. Schau einfach genau hin. Es können ganz kurz Gedanken aufblitzen, versuche sie zu erhaschen und bringe sie ans Licht und sage, dieser Gedanke ist Ausdruck eines Zieles, das mich davon abhält, meine einzige Funktion anzunehmen. Und verbiete dir nicht, irgendeinen Gedanken nicht zu benennen in dieser Art, sondern betrachte sie alle ganz neutral, so beiläufig wie möglich. Und jetzt sage dir, auf diese leere Tafel lass meine wahre Funktion für mich aufgeschrieben werden. Und stell dir das gerne vor, wenn du möchtest. Eine leere Tafel, die du übergibst, mit der du keine weitere Absicht hast, sondern es darf auf dieser Tafel geschrieben werden, was auch immer geschrieben werden wird. Auf diese leere Tafel lass meine wahre Funktion für mich aufgeschrieben werden. Du kannst auch sagen, sage du mir, was meine Funktion ist, wenn dir das leichter fällt. Und sage jetzt, meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Und schau einmal, wenn du diesen Gedanken liebevoll betrachtest,
meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Ob das Leben dann nicht leichter werden würde, wenn du dich nur danach ausrichtest, in der Gewissheit und dem Vertrauen, dass sich alles andere automatisch fügen wird, dass nichts geopfert werden muss, dass du nichts verlierst. Schau mal, ob in dir ein Wohlgefühl auftaucht, weil du spürst, dass deine Konflikte somit gelöst sind, wenn du dich nur einer Funktion verpflichtest. Spüre das in dir. Öffne deinen Geist dafür. Spüre die Stimme für Gott. Spüre den Frieden in dir und lass dir vom Heiligen Geist mitteilen, wie sich diese Funktion erfüllt, dass es deine einzige Funktion ist, dass es in Wahrheit keine andere Funktion geben kann, auch wenn wir das vielleicht noch nicht richtig verstehen. Und spüre einmal in dir, wie sehr du dir Erlösung wünschst. Gib diesem Gedanken einmal Raum. Ist es nicht endlich genug, all die Konflikte, die Angst, der Ärger und ja, auch die Vergänglichkeit der schönen Momente. Braucht es das noch? Schau einmal in dir. Schau einmal in dir, wie groß ist dein Wunsch, deine Sehnsucht, vorbehaltlos glücklich zu sein, frei zu sein, Sicherheit zu spüren, Geborgenheit, Sanftmut. Öffne dich dem. Möchtest du das nicht wirklich? Ist es nicht das, was du suchst? Und wie blass sind dagegen all die anderen Wünsche und Ziele? Ja, um bestimmte Sachen haben wir uns zu kümmern, aber ist es wirklich ein so großes Ziel? Ist der innere Frieden, die innere Ruhe, die Gewissheit der Geborgenheit nicht ein viel größeres und erstrebenswerteres Ziel? Schau es dir genau an. Und kannst du erkennen, wenn du auf all die Ziele schaust, die auch miteinander im Konflikt stehen, die dich in Unruhe versetzen, kannst du erkennen,
das die Funktion anzunehmen, die Gott dir gab, der einzige Weg ist, Geistesfrieden zu finden. Lass dich darauf ein. Versuche ein Gefühl der Bereitwilligkeit dafür zu entwickeln. Dehne dich mit der Liebe aus, die du spüren kannst in dir, weil du dich ihr zuwendest. Sage dir, meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Ich will keine andere und ich habe keine andere. Danke für dein Einlassen. Danke für unser gemeinsames Üben. Wiederhole heute mindestens einmal pro Stunde eine kürzere Übungszeit und lies dir noch einmal die Übungsanleitung durch. Und mache dir bewusst, es soll uns nicht belasten, dass wir nur eine einzige Funktion haben. Es soll uns befreien. Das ist ein Gedanke, der dem Ego vollkommen fremd ist, weil es viele Ziele aufbaut, die doch nur einen Inhalt haben, uns weiter gefangen zu halten. Wenn wir nur ein Ziel verfolgen, eine Funktion, uns nach einer Funktion ausrichten, wird sich alles andere automatisch fügen, weil es die Funktion ist, von der es der Wille Gottes ist, dass wir sie ausüben. Und dann muss es funktionieren. Außer wir glauben, der Wille Gottes ist irgendwie belanglos. Doch wissen wir selbst, dass dem nicht so ist. Wir können das spüren in der Verbundenheit. Das Ego hat dazu natürlich eine andere Meinung, doch die braucht uns ja nicht zu interessieren. Hab einen kraftvollen Tag mit dieser Übung. Erforsche dich und gib alles, was stört, dem Heiligen Geist. Danke für deine Hingabe.